Pech und Pannen auf der Autobahn. Okay, danke dir für die Info. So, jetzt haben wir auf jeden Fall verloren. Vollsperrung oder doch ein Durchkommen? Die Unfälle werden nicht weniger. Überall kracht es. Nee, hat geknallt. Der beste Alltag als Truckerfahrer. Die Dokumentation. Ein Tag mit Martin. Morgens kurz nach 6. Martin holt schon mal den Lieferschein für seine heutige Tour. Auch dieses Mal fährt er Trommeln mit Leerrohren für Glasfaserleitungen. Obwohl es noch recht früh ist, steht der Platz schon recht voll. Corona-bedingt fehlen viele Staplerfahrer. Mit einer Notbesetzung werden die Touren so gut es geht auf den Weg gebracht. Für Martin heißt es trotzdem erstmal warten. Schon jetzt ist klar, dass er deutlich später als geplant loskommen wird. Normalerweise fährst du rauf, so, dann hast du sofort deine Tour, dann lädst du ab. Der Staplerfahrer hat dann schon deine Daten alle liegen und dann wird abgeladen. Wenn du dir was drauf hast, wenn nicht, dann wird halt sofort neu geladen. Dann spricht er kurz mit dir ab, wie du was haben willst, was du alles bekommst. Dann bereitest du das vor und dann geht das ruckzuck los. So. Martin kann endlich beginnen. Knapp eine Stunde stand er nun. Bevor die neue Ladung auf den LKW kommt, müssen erst noch die alten Trommeln runter. Die kommen jetzt alle von Heiligenhafen. Die sind da bei einer Baustelle gewesen und die Baustelle ist jetzt fertig und das war noch Material, was jetzt nicht mehr benötigt wird. Und da hat der Kunde bzw. die Baustelle bei der Telekom DHL dem Bescheid gesagt, dass wir das abholen können. Und ja. Inzwischen ist ein weiterer Kollege aufgetaucht, Azubi Simon. Ja? Der ja auch noch etwas warten muss, hilft der Martin mit den Spanngurten. Aber DHL macht auch Spaß zu fahren. Ja, voll. Muss zwar viel Ladungssicherung machen, aber an sich hast du immer eine gute Strecke zu fahren. Nachdem die ersten Trommeln freigelegt sind, kommt auch schon der Gabelstaplerfahrer. Martin übergibt ihm schon mal den Lieferschein, damit der Fahrer weiß, was er gleich laden muss. Mit der neuen Ladung wird dann auch die kommende Tour klarer. Er hat jetzt einen Plan und da steht gleich drauf, was wir jetzt laden müssen und wo es hingeht. Und dann sagt er gleich, wie wir laden können, wo die Trommeln hinkommen, was für Rohre, wenn überhaupt. Ich sag mal gucken. Also Rohre habe ich und? Rohre hast du gar nicht. Gar nicht? Ach, nur? Nur Trommeln. Ja, krass. Aber nur die großen dann? Okay. Ja, aber ziemlich eng. Runter, 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 runter. So, Mama, ein Stück noch. Ja, kannst. Das ist immer so eine knappe Kiste? Ja, also gerade bei denen ist das wirklich sehr, sehr knapp. Und dann muss man wirklich gucken, dass das genau passt. Weil wenn du jetzt da nicht aufpasst, wenn du da jetzt nicht aufpasst, dann kriegst du die Seite nicht mehr zu. Langsam arbeiten geht hier nicht. Während der Fahrer die neuen Trommeln holt, muss Martin schnell alles vorbereiten. Immerhin muss jede einzelne Trommel doppelt gesichert sein. Dafür hat sie sich eine kleine Hilfe gebaut. Das sind halt so die kleinen Kniffe von den alten Leuten, ne? Ja, nachher kommst du nicht mehr dran. Wenn richtig, da genau. Und das sind halt so von den alten Hasen. Wenn man da ein bisschen mitguckt, kann man sich ja viele Sachen halt einfach einfacher machen. Das war's denn jetzt, oder? Perfekt. Nee, gar nicht. Weil du siehst ja, wie viele Ecke bis heute Morgen hinter uns waren, beziehungsweise vor uns. Und wenn du da jetzt irgendwie meinst, du musst dir da Zeit lassen. Das hat der Staplerfahrer nicht, die Zeit. Und du ja am Ende ja auch nicht. Weil du ja gucken musst, dass du pünktlich erstmal beim Kunden bist. Und wichtigerweise natürlich auch wieder zurück bist. Ne? Sonst gehen die ganzen Termine, die du halt hast für die Woche, die läuft natürlich alles nach hinten. Bevor es aber losgehen kann, muss die Ladungssicherung dokumentiert werden. Dies dient zur Absicherung sowohl für den Auftraggeber als auch für Martin selber.
Nummernschild, Name des Fahrers und Gewicht der Ladung werden ebenfalls notiert und festgehalten. Erfüllt irgendwas nicht den Vorschriften, kann es auch nicht losgehen. Doch bei Martin ist alles in Ordnung. Es gibt also grünes Licht. Ja, nach Zeven fahren wir jetzt. Dann Bremen erfüllt, Bremen. Wir haben auch keine Abholer heute. Wir haben heute nur Bringen. Aber eine schöne Tour. Auf geht's in Richtung Bremen. 240 Kilometer und gut 2,5 Stunden stehen nun bevor. Mit knapp einer Stunde Verspätung soll Martin ans Ziel kommen. Wenn alles gut läuft. Doch ein Polizeiauto in einer Baustelle lässt nichts Gutes erhoffen. Nach wenigen hundert Metern ist es soweit. Stau. Die Uhr tickt erbarmungslos weiter. Mit dem Funkgerät versucht Martin mehr herauszufinden. Vielleicht gibt es ja eine Antwort von einem anderen Fahrer, der näher am Geschehen ist. Holdorf? Okay, danke dir für die Info. Brennender LKW. Kein Wunder, dass hier gerade gar nichts mehr geht. Und jetzt siehst du gerade mal das Phänomen, wenn du mal in meinen Spiegel reingucken würdest, wie viele Personen jetzt gerade auf der Fahrbahn rumlaufen. Na gut, jetzt geht er gerade wieder rein, aber waren jetzt gerade mehrere Personen draußen, die halt rumlaufen. Wo ich dann sage, ja, muss das jetzt sein, dass man halt auf der Fahrbahn rumläuft? Doch nicht nur das, jetzt knallt es auch noch hinter Martin. Bei einem Fahrbahnwechsel haben sich zwei Pkw getroffen. Nee, hat geknallt. Ja, das ist der Alltag als Treckerfahrer. Jetzt wird es höchste Zeit, den Kunden zu informieren. Wegen der Trommel, ich wollte euch bringen. Ja. Ich bin aber jetzt gerade in eine Vollsperrung auf A1 mit der brennenden LKW. Geil. Ja. Und da wird hier auch noch ein bisschen dauern. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin in Zeven. Du rufst mich an, wenn du von der Autobahn runterfährst. Ja, mach ich. Verbleiben wir so. Bis dahin. Bis dahin. Danke dir. Jo. Tschüss. Ciao, ciao. Wenigstens bleibt der Kunde entspannt. Langsam bewegt sich wieder etwas. Auf der Gegenfahrbahn scheint die Sperrung aufgehoben. Auch vor Martin geht es wieder los. Nee, also jetzt scheint es auch aufzugehen, dass sie jetzt aufgemacht haben. Hoffe ich jetzt. Ich möchte jetzt nicht hoffen, dass wir uns das ableiten, weil dann wäre es echt scheiße. Was aber passiert? Eine Umleitung würde noch mehr Zeit fressen. Doch das bleibt aus. Nach wenigen Metern sieht man den Pannen-LKW, ein Gefahrguttransporter. Wäre dieser richtig am Brennen gewesen, wäre es gefährlich geworden. Martin versteht daher die Vorsicht der Polizei. Das Ziel rückt endlich in greifbare Nähe. Zeit also, den Kunden nochmal anzurufen, denn die Ankunftszeit ist nun endlich klar. Hinter dem Ortseingangsschild ist der Treffpunkt. Nachdem der LKW steht, kann Martin beginnen abzuladen. Doch irgendetwas stimmt nicht. Ja, warte mal, nicht so schnell jetzt. Nee. Mario, das ist deins? Der hier? Definitiv? Ja, und da kann ich natürlich jetzt nicht gucken, weil ich da nicht rankomme. Es gibt Unstimmigkeiten mit dem Tourenplan. Wichtig hier, Ruhe bewahren und auf Fehlersuche begeben. Also die beiden kriegst du dann auf jeden Fall. Und die anderen muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache. Also hier zum Beispiel waren zwei Rollen bestellt, sind aber drei. Bei den nächsten, wo wir jetzt hin müssen, sollen zwei, ist aber nur eine. Martin ruft vorsichtshalber seinen Disponenten an. Dieser hat den Fehler schnell gefunden. Der ursprüngliche Lieferort wurde kurzfristig geändert. Durch einen Kommunikationsfehler zwischen Besteller und Dienstleister ist das aber etwas untergegangen. Daher die Verwirrung. Doch jetzt ist alles klar. Martin kann beginnen, die Trommeln abzuladen. Nach einer halben Stunde ist alles, wo es sein soll. Nun kann der LKW wieder startklar gemacht werden. So. Jetzt. Ab zum nächsten Kunden. Jetzt geht es nach Bremervörde. Gute 30 Minuten entfernt. Ich habe eine Kabeltrommel. Ja. Komm mal hinten durch und dann querstellen. Ja, mach ich. Hier weiß der Kunde bereits Bescheid über die Lieferortänderung. Es ist also wieder alles im Soll. Martin fährt fix zur Abladestelle und bereitet den LKW soweit vor.
Vorteil hier, der firmeneigene Stapler lädt eben selber die Trommeln ab. Viel Zeit verliert Martin hier also nicht. Also nichts wie zu, alles sichern und ab zur nächsten Station. Etwas Zeit konnte hier eingespart werden. Wir werden um 16.10 Uhr ungefähr, laut Navi jetzt, wohl in Bremen sein, in Bremen ankommen. Wir müssen dann halt näher nur gucken, der im Horst, wie das ist, ob das eine Baustelle bzw. auch Lager ist. Wenn es Lager ist, wird es halt ziemlich eng. Aber bis dahin gucken wir erstmal. Gut eine Stunde also. Da viele Bauhöfe um 16 Uhr schließen, ruft Martin den Kunden an und erkundigt sich, wie es vor Ort sein wird. Ich habe ihn jetzt gerade gefragt, wie lange er noch vor Ort ist, bzw. wie lange er offen ist und ob ich da halt noch anliefern kann. Aber das passt alles. Und abliefern können wir auch. Sollte jetzt alles laufen zum Feierabend. Zeitdruck in dem Sinne gibt es für die letzte Lieferung also nicht. Das ist auch gut so, denn ein Reifenplatzer packt auf die Fahrzeit nochmal einige Minuten drauf. Vor Ort angekommen, verschafft sich Martin erstmal einen Überblick. Ja, ich gucke jetzt einmal kurz die Bedingungen an, wo wir jetzt hin müssen, wo jetzt die Rohre, die Trommeln jetzt hin sollen. Weil er sagte zum Außenlager, das Außenlager ist für mich da vorne. Aber wir machen jetzt einfach mal den einfachsten Weg. Wir holen uns jetzt den Lieferschein und gehen mal vorne zum Büro und fragen dann mal nach, was da jetzt kommt. Also ab ins Büro. Nach wenigen Minuten hat Martin seine Antwort. Er hat recht mit dem Abstellort. Das Abladen kann also beginnen. Ein langer, ereignisreicher Tag nähert sich dem Ende. Trotz allen Widrigkeiten hat Martin seine Tour geschafft. Nun kann man nur noch hoffen, dass seine nächsten Touren wieder etwas entspannter laufen. Hat euch die Doku gefallen? Dann schreibt uns doch einen Kommentar oder lasst uns einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal oder klickt links auf das Video. Bis zum nächsten Mal.